Blub blub, Leute, willkommen zurück zu Divinity Original Sin mit dem John. Hallo John. Hey ho. Ja, wir sind in der Mine und ja, es scheint so, als wollen wir gerade dieses scheiß Knochentotem endlich beseitigen, ein für alle Mal. Ich muss ganz kurz mal den Sound ein bisschen leiser machen, das fällt mir gerade auf. Ich mache mal nur so ein bisschen leiser alles. Ja, ich denke mal, so passt das eher. Weil du warst nämlich immer relativ leise gegenüber dem restlichen Sound. Oh, okay. Und, sorry. So, das ist mir nur gerade eingefallen. Okay, wir wollen das Totem vernichten, um die Arbeiter endlich zu befreien und in der Hoffnung, dass wir auf irgendeine Methode bekommen, wie wir die unsterblichen Greta, glaube ich, töten können oder sowas und dann hier genau, vielleicht doch noch weiterkommen. Möchtest du die Ehre übernehmen, John? Das Ding kaputt machen, ja. Wenn ich es anfasse, was passiert dann? Ah, er sagte nur was dazu. Also können wir es so nicht kaputt machen? Ja gut, ich meine, ich kann Stein drauf werfen. Ich kann gar nicht drauf. Hä, was macht denn der? Dann warte mal. Ah. Mach ich's. Warte mal. Okay, nicht, dass das reichen würde. So, wenn ich Steuerung... Oh, ich geh mal ein bisschen weg. wenn ich Steuerung drücke... Ja, ich hab zweimal draufgeballert. Okay, mal gucken, was sie uns denn erzählen können. Wir haben doch hier direkt einen stehen. Was tust du da, John? Ich bin verwirrt, weil wenn ich normalerweise... Ich hab gar nicht Steuerung gedrückt, sondern die komische Taste auf meiner Tastatur. Ach so, du wolltest angreifen. Fünfte Maustaste. Ja, jetzt, okay. Ja, das ist so verwirrend. Ich habe eine neue Tastatur und das ist halt ganz unten links keine Steuerung mehr, sondern M5. Naja, muss ich mir das mal dran gewöhnen. M5? Bist du am Laptop? Nee, ich habe eine Tastatur und da ist das sind M1 bis N5 die Maustasten als Shortcuts, warum auch immer. Ach, auch noch, okay, interessant. Ja, wenn man es braucht. Aber hier unten stehen jetzt ein paar Arbeiter, die sagen, ah, wir sind frei und der Zauber ist gebrochen und wir sind immer noch hässliche Skelette. Oder was das war. Ja, ich hoffe es. Aber wir sind immer noch hässliche Skelette. Können wir gehen? Ist es sicher? Nein, wenn ihr nämlich rausgeht, wer will euch denn haben? Freuen. Ja, aber ich meine, der eine sagt so, können wir jetzt gehen? So, nein. Seid immer noch Skelette, Knochen, Köpfe, wollt ihr denn hin? Naja, egal, wir reden mal mit ihnen. Die dumpfe Stimme in meinem Kopf ist weg. Ihr habt mich gerettet. Wer seid ihr? Weil das sieht man ja nicht. Ich bin in einem Albtraum gefangen, muss Tenebrium abbauen. Ich kann nicht mehr. Okay. Erzählt mir über die Makellosen. Sie haben mir das Leben genommen. Sie haben mir mein Fleisch genommen. Für Tenebrium, für die Quelle mussten wir sterben und auferstehen. Okay, die Makellosen müssen hier etwas zu schaffen haben. Ja, das wissen wir eigentlich schon. Aber wisst ihr, was sich im Inneren dieser Mine befindet? Wir gehen nicht dorthin, wo sie hingeht. Die Mittlerin, die eine, vor der sich jeder Makellose ehrfürchtig verbeugt. Okay. Nice. XP. Aha. Wenn ihr dorthin gehen wollt, wo wir nicht hingehen, wo sie hingeht, dann flüstert das Wort, was sie flüstert. Sadakandras. Sadakandras ist der Schlüssel. Okay, wir sind dann mal weg. Wir sollen uns bedanken oder so. Oder ihnen noch Glück wünschen in ihrem restlichen Untoten-Dasein. Aber wir gehen einfach. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Oretta. Ihr geht dorthin und wir gehen zur Halle der Seelen. Lebt wohl. Oh, da muss ich auch hin. Interesting. Okay, ja, dann seid ihr ja jetzt endlich erlöst. Super. Den Eilexpress. Wir können miteinander reden, John. Dann sollten wir das tun. Ah, jetzt kann ich dich auch ansprechen. Aber was ich noch sagen wollte, Halle der Seelen, das ist das Ziel in Divinity 2, interessanterweise. Ah, okay. Dorthin zu kommen, um eine Art Seelenband zu brechen mit dem übelsten Penner des Universums. Der und seiner Troller, die gestorben ist. Aber ja, egal. Ja, dieses Skelett glaubte, dass seine Seele in der Hallen der Seelen weiterleben würde. Ich werde wieder romantisch sein, fürchte ich, aber... Zweifelhaft in der Tat, das Leben nach dem Tod ist ganz einfach eine Fantasievorstellung. Also meine Überzeugung ist, dass er... Aber Gary Lind ist nicht. Gary Lind als Magierin und so ist verbunden mit dem ganzen Kram und denkt eher in die andere Richtung. Und so wird es wohl sein. Wie schrecklich, wenn man nur eine winzige Lebenschance hat.
die Frage, ob du pragmatischer bist oder nicht. Obwohl ich eigentlich gern pragmatisch wäre, aber ach, zu Gerlinde passt das andere besser. Tja, was passt denn schon? Sollte aber noch ankommen, jemand benötigt. Na. Das falsche Versprechen eines zweiten Lebens wird kaum von jemandem benötigt, der sein erstes gut genug gelebt hat. Ja, das stimmt allerdings. Ich bin romantisch und pragmatisch und du bist pragmatisch. Hey, du Abstauber, du. Das gibt's ja wohl nicht. Aber ich glaube, die sind exklusiv, das heißt, es wäre total irrsinnig. Dann hat es sich direkt wieder aufgehoben oder sowas, warte mal. Ach, stimmt ja, das ja, ist ja... Pragmatisch und romantisch, cool. Habe jetzt den Bonus verloren. Super. Jetzt genau, ich hätte mich... Ja gut, pragmatisch ist eh doof, weil Handwerk, I don't care. Ich hätte aber gern Glücksbringer, deswegen ist romantisch doch ganz gut. Persönlich bin ich aber eher pragmatisch. So, jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt was bekommen, nämlich ein Passwort. Sadakandras. Sollen wir jetzt einfach zu den unsterblichen Stiefeln und das denen zuflüstern, oder was? Ah, wir haben das Passwort gefunden, um die Tempeltür zu öffnen, heißt das hier. Ah, und wo war die? Also, ich hoffe mal, bei dem anderen Schrein, den Delokulamin, dem Abgrund. Ich denke mal, dort müssen wir hin. Okay. Also, ich gehe mal hier durch den... Ne? Durch den schönen Teleporter. Weil das ist die einzige Möglichkeit, hier in der Mine herumzuwurschteln. Den haben wir ja zumindest schon. Ich gehe nicht nochmal den Schleichweg, ganz ehrlich. Nee. Oh, nee, bitte nicht. Abgrund, ne? Ja. Ja. In der Hoffnung, dass wir hier eine Möglichkeit finden, die hässlichen, untoten Rittergedönse da zu besiegen, die Unsterblichen. Was ich sowieso schon ziemlich dreist finde, hier unsterbliche Gegner reinzusetzen. Ja, das geht doch gar nicht. Hätte es ja wenigstens so stark machen können. Ach, hier ist falsch. Oh, crap. Das ist nicht die Tempeltür, da ist zu. Deswegen sind wir hier nicht weitergegangen. Oh. Aber da ist wieder so ein cooler Spiegel. Spiegel? Wo? Wenn wir durch die Wand kommen würden. Ja. Aber wir kommen nicht durch die Wand. Und wie gesagt, ich brauche Sichtkontakt, um jemanden zu porten, deswegen. Aber das muss nix. Doch irgendwie gehen. Ja, es sieht auch so aus, als wären wir da oben schon gewesen. Wieso hätten wir denn sonst hier Sicht gehabt? Ah. Ah, weil da oben eine Leiter ist? Was ist denn da ganz unten rechts? Da sieht so aus, als wären wir den Weg nie weitergegangen. Sind wir auch nicht. Warum nicht? Weil Arschritter, der da rauskommt. Ha. Vielleicht müssen wir da hin. Ich befürchte auch. Weil ich sehe keinen anderen Weg dort in diese makellosen Gefilde jetzt. Aber das Schleichen darfst du dann gerne übernehmen, Herr Fun. Warum ich? Weil du der verdammte Sneak-Charakter in der Gruppe bist. Dann überhaupt mach mal was nicht. Für dein Geld. Es ist dein Part, du musst schleichen. Biete den Leuten was. Ja, ich biete denen was, indem wir zugucken. Wir sehen dich ja die ganze Zeit, wir haben ja Sicht. Have fun, go. Let's go. Wo fängt denn das an mit den... Er geht übrigens gerade raus. Ich sehe noch gar keinen. Das fängt hier bei den Schienen an. Da kommen die Typen. Aber du musst Madora, ja. Bitte. Hab ich eine Pyramide? Ich werde ja eine Pyramide brauchen, ne? Damit ich euch schicke. Ja, aber die kann ich dir auch später schicken oder du mir oder... Also, oder die Reichweite einer. Macht da nichts, okay? Oh! Das war wohl ein bisschen zu nah. Fug? Ich kämpfe so ungern gegen Unsterbliche. Ja, es ist so eintönig. Ja, so einseitig, das Ergebnis. Ja. Aber so ein Scheiß, jetzt müssen wir uns immer durch diese Scheiße hier kämpfen. Da habe ich aber voll Bock drauf, ey. Mit einer der schlechtesten Schleichmechaniken, die ich je gesehen habe. Das hätten sie echt lassen können. Spaß macht das nicht. Wir haben auch keine Unsichtbarkeitstränke mehr, ne? Damit kommst du nämlich hier ganz einfach durch. Ja. Wenn ich wüsste, wie man welche braut, ne? Warte mal, ich guck nochmal, vielleicht hab ich da noch irgendwas. Was haben wir denn da? Ich habe einen Geschwindigkeitstrank. Rüstungstrank, Gewandheitstrank. Unsichtbar, ich hab noch einen. Ich hoffe einen großen, aber ich bezweifle es. Ich glaube, ich habe den letzten großen. Das sieht ziemlich leer aus. 100% Wahrscheinlichkeit benutzen. Ja. Okay. Aber egal, auch ein paar Sekunden werden hilfreich sein, wenn du den zum richtigen Zeitpunkt einsetzt. Ja. Dann have fun. Okay, der kommt gerade geschlappt, dann warte ich mal, bis er wieder zurückgeht.
Übrigens haben Nobody und Jojo gemeint, ich hätte doch nicht einfach so fix verkaufen sollen. Aber ich wollte die Story doch nicht, ich wollte doch nicht so aus der Story rausreißen. So, soll ich jetzt durchgehen, weil er gerade hochlatscht? Oder kommt da Stab. Ja, go, go, go. Wenn du einen Unsichtbarkeitstrank hast, schlürfst du den halt dann schnell, nicht jetzt schnell. Ah, egal. Ah. Und dann rennst du an dem Typen vorbei, weil da unten wirst du ihn brauchen, glaub mir. Ah, ich hab Madora! Scheiße! Ah, vorhin hab ich's noch weggemacht. Das war Telegen schon, das war Telegen. Ja, wie immer. Oh, keine Angst, Leute, wir haben den Load and Save Button. So, den werden wir hier heavily brauchen. Weg. Bitte erst Madora, dann schick dich schon mal in die Richtung und dann nimm den Trank, damit du schon mal auf dem Weg bist und nicht so lange brauchst. Ja, aber ich weiß nicht, ab wann der mich sieht. So. Ab der Schiene. Ab den Gleisen, meine ich. Ab hier? Ja. Okay. Aber jetzt geh schon mal in die Richtung zu dem da unten, der würde ich nicht direkt sehen. Dann, während du läufst, kannst du den Trank ja nehmen. Jetzt, genau. Jetzt go. So. Go, go, go. Oh, just, yeah. Just run. Ja, ja, nicht so viel labern, laufen. Ich sollte vielleicht nicht gerade anfassen, meiner Unsichtbarkeit. Nee, besser so. Nicht. Weiter, aber weiter. Rechts. Okay. Sehen wir den Schienen lang, da rechts, weiter. Da muss das Tempeltor sein. Waren wir da nicht jetzt schon mal? Ja, geh hin, ja. Geh und geh durch. Obwohl, nein, geh noch nicht durch. Bleib da stehen. Ich hoffe, der kommt nicht bis dahin. Ich hab jetzt, ich weiß nicht, ob du das siehst, die Tempeltür ist massiv auf dem Weg. Ich würde mir diese Tür gerne mal genauer anschauen. Ich sehe wieder sichtbar. Die schwere Tür gibt trotz Druck nicht nach. Eine Rune in der Mitte scheint ihr einziges offensichtliches Besonderheit zu sein. Ich glaube, ich habe eine Rune. Ah ja, Satakandras. Mhm. Nachdem ihr das Wort Satakandras ausgesprochen habt, rastet die Tür von innen ein. Aber noch nicht weitergehen. Mhm. Siehe da, mit einem quietschenden Geräusch tausend zischenden Goblins gleich öffnet sich die Tür. Ja, das war jetzt nicht wirklich tausend zischenden Goblins gleich. So, warte mal, wir müssen jetzt erstmal nachkommen. Genau. Denn ich denke, da bist du safe. Ja, du könntest vielleicht noch einen Millimeter weiter gehen. So ein bisschen da um die Ecke. Stopp. Nicht so weit hoch. Da oben wird es nämlich abgehen. Okay. Oh ja, da liegt nämlich ein Todesritter, ein deaktivierter. Großartig. Aber ich will auf jeden Fall mit dabei sein. Wo ist denn meine Pyramide? Ja, alle sollen dabei sein. Benutzen. Oh nein. Es scheint nicht zu funktionieren. Ja, toll. So viel dazu, die Pyramide wird immer funktionieren, ne? Nobody! Du Held, dann geh weiter, John. Mach's alleine. Who cares? Kannst du mir nicht schicken? Ich kann gar nichts machen. Pyramide funktioniert nicht. Oh fuck. Willst du mal speichern oder so? Nein. Nein? Ja, die kleine Tour kriegst du aber nochmal hin. Ich will erst wissen, was da oben kommt, bevor ich hier speichere. Okay. Bevor wir uns einen anderen Weg suchen müssen, um hier hinzukommen. Ne, geh ruhig da hoch. Momentan ist da niemand. Nur Leichen und deaktivierte Todesritter. Wenn du da rausfindest, wie man sie deaktiviert, dann reicht uns das erstmal. Ich glaube, ich muss versuchen, selbst hinterherzukommen, denn da oben ist auch noch das Portal, in das wir gerne rein würden. Oh Spiegelportal. Gott, was ist da? Das ist los. Schuppenstücke, Temepium-Bahn. Okay. Ja, du solltest die Barren vielleicht mal mitnehmen. Nicht, dass wir sie jetzt noch brauchen, aber. Und das Erz. Oh. Okay. Das Trollkopfgeld. Wir haben Tenebrium in der Höhle des Trollkönigs gefunden. Wir können es zu Brandon bringen und erhalten dafür eine Belohnung. Hä? In der Höhle des Trollkönigs? Was auch immer. Okay. Und wir öffnen eine Tür und drangen weiter vor. Was hat's jetzt mit den Todesrittern auf sich? Was haben die denn da? Ach, die haben auch Temepium-Erz. Das habe ich mir jetzt abgenommen. Wie zu erwarten war. Ja. Und deshalb sind sie unsterblich. Jetzt bin ich unsterblich. Ich bezweifle es wenig. Ich bezweifle es irgendwie. Wäre ein bisschen langweilig. I don't know. Aber interessant, diese Maschinen dahinter und so. Das sieht schon krass aus. Ja, aber ein bisschen Skyrim leider. Also ein bisschen, oder Morrowind oder sowas. Man kann nichts mit anfangen. Es ist einfach nur da. Das hat mich da schon immer gestört. Oh, da unten wird's abgehen. Wir müssen irgendwie hinter dir herkommen. Da ist jemand. Ich bin Leandra ist das. That's bad. Wir sind alle gelähmt. Was? Ja, toll. Okay. Ja, und ich kann den jetzt nicht ins Gespräch joinen. Okay, dann lese ich mal kurz vor. Wie ich sehe, werden unsere kleinen Treffen zur Gewohnheit, Quellenjäger. Immerhin bin ich davon überzeugt, dass ich mit meiner Theorie richtig liege.
Fühlt ihr es, wie die Verbindung zwischen uns stärker wird? Es ist, als ob wir an entgegengesetzten Enden der Geschichte stehen würden und der Raum zwischen uns immer schneller verschwindet. Aber ihr seid nicht alleine, nicht wahr? Oh, wir sind da. Ach, wie cool. Jetzt sind wir einfach alle da. Ja, dann haben wir das Problem mal gelöst. Ja, sehr immerhin. Gut. Aber du kannst nicht joinen ins Gespräch? Nein, weil ich gelähmt bin. Nein, wen haben wir denn dann noch? Ich wende mich an euch alle. Aber ich sehe, was sie sagt unten rechts, also ist kein Problem. Ah, okay. Und damit auch die Zuschauer. Okay. Ich nehme erstmal das. Ihr habt Todesritter erschaffen. Wozu? Wozu? Aus demselben Grund, den jeder nennen würde, der Soldaten braucht, die so stark sind, dass absolut niemand sie besiegen könnte. Ein Krieg steht uns bevor, Quenjeda. Der letzte Krieg. Meine Vorbereitungen zeigen bereits erste Ergebnisse und der erste Angriff wird bald kommen. Aber das muss euch nicht kümmern. Das Ende wird schnell und schmerzlos sein, so wie die Klinge eines Henkers im Nacken. Nur wer sich windet, wird den Schmerz spüren. Oh toll. Ich sehe übrigens keine Antwortmöglichkeiten, weil ich nicht joinen okay. kann. Wie könnt ihr uns nach all euren unverzeihlichen Taten, die ihr begangen habt, mit euch vergleichen? Ich kann euch versichern, dass ich nichts getan habe, für das ich um Verzeihung bitten müsste. Das gilt auch für euch, Quellenjäger. Nett. Es vielleicht nicht gerne zu, aber ich glaube, unsere Vorgehensweise bei einigen eher unangenehmen Angelegenheiten ähneln sich sehr. Blut wird nur dann auf mein Geheiß vergossen, wenn es dem großen Ganzen dient. Na gut, bei uns ist es eher so, wenn uns jemand, wenn jemand an unser Blut will, dann vergießen wir Blut, aber sonst eigentlich? Außer John, der einfach mal so arme Geister schnetzelt. Ja, das, war halt so ein kleines Versehen. Versehen nennt das, Versehen, Leute. Und welches behauptet ihr ist das höhere Ziel, welches ihr euch gewidmet habt? Stellt es euch vor, Quenjäger. Stellt euch eine Welt vor, die keinen Krieg, keinen Tod, kein Leid, keine Angst und keinen Konflikt kennt. Eine Welt, in der wir alle Menschen, Orks, Imps und Goblins, Dämonen und Götter eine Einheit bilden. Getrennt weder durch den Körper noch durch die Seele. Also die Welt der Toten, meint sie, okay? So soll es sein, Quenjäger. Das wird unsere neue Welt, unsere neue Realität. Die Leere bewegt sich seit Äonen langsam auf Rivellon zu, begierig darauf, uns erneut in einem Bewusstsein zu vereinen, so wie es einst war. Das ist ein schönes Ziel. Das größte überhaupt. Okay. Ihr behauptet, eure Todesritter seien unbesiegbar, aber die ersten Todesritter wurden gemeinsam mit dem Quellenkönig Bacchus besiegt. Diese ersten Ritter waren nur Muster. Stark, ja, aber nicht von derselben Macht durchdrungen wie diese hier, die durch mich geboren sind. Man hat ihnen so schreckliche Namen verliehen. Todesritter, Herren des Schreckens, Blutteufel. In Wirklichkeit sehe ich aber nur Engel der Gnade, wenn ich sie ins Leben rufe. Oh Gott, sie ist also Bitchcrap crazy und nicht nur so ein bisschen crazy. Meine Ritter werden immer zahlreicher und immer stärker. Geschmiedet aus Tenebrium, geboren durch Blutsteine. Sie werden gegen Rivellon marschieren und das Schicksal der Welt besiegeln. Das sind also die Kreationen, von denen ihr geredet habt. Ihr benutzt Blutsteine, um eine Armee von Todesrittern zusammenzustellen. Sehr gut, Quellenjäger. Während ihr Sternsteine benutzt habt, um durch Portale in eure Heimatstätte zu reisen, habe ich Blutsteine benutzt, um meine eigene Stätte hier auf Rivellon zu erschaffen. Die sind meine Kinder, geboren nicht nur aus dem Blut der Opfer, sondern auch aus dem der meinen. Und so aus marschieren dem meinen. Sie. Aus genau. ihrem Blute. Und so marschieren sie auf mein Geheiß dahin, wo ich möchte. Übrigens, wie weit ist es von hier zu eurer Heimatstätte? Vielleicht so nah wie der Funke von einem besonderen Stein? Ich glaube, so etwas gehört zu haben. Jetzt haben wir nur noch, ich werde nicht zusehen, wie ihr Unschuldige terrorisiert. Stellt euch mir. Yay. Und doch missversteht ihr mich, Quellenjäger. Ich sehne mich nicht nach angsterfüllten Schreien, nur nach friedfertiger Stille. Hey, wir können dir friedfertige Stille geben, Mädel. Einfach was macht ihr denn da? Oh nein.
dem Schuh ins Gesicht können wir dir friedfertige Stille geben. Ja, leider hat es jetzt gerade mehrere dieser Ritter beschworen, die aber interessanterweise mal nicht unsterblich sind. Was macht ja, das denn jetzt für einen Sinn? meine Armee ist fast bereit. Da ihr so weit gekommen seid, möchtet ihr vielleicht den Höhepunkt der Anstrengungen meiner Makellosen sehen. Ich bin mir sicher, sie möchten euch sehen. Ja, dieser Tempel soll euer Grab werden. Einen schöneren Sarg kann ich euch nicht anbieten. Aber wie ihr dir, da hinten ist ein Lavafluss. Wir machen einfach die Gollum-Methode. Warum? Sie sind doch... Achso, jetzt sind sie wieder unverwundbar. Jetzt auf Weimar? Und jetzt müssen wir rennen, John. Aha. Wie ging fliehen? Nein, ich glaube nicht unbedingt so fliehen. Ich glaube, wir müssen wirklich rennen. Okay. Wow, makelloser Kleriker hat den Status Niederschlag gewürfelt. 20 benötigt 9950? Makelloser Kleriker brauchte 10.000 minus 50 Körperstärkung. Wo kam das denn jetzt her? Willst du vielleicht jetzt speichern? Ich glaube, das würde nicht so viel bringen. Mittix hat den Status verlangsamt gewürfelt? Ich weiß nicht, was hier los ist. Aha. Ah, ich weiß, glaube ich, doch. Oh Gott, John, möchtest du mal in die restliche Mine gucken? Wohin? Was ist denn jetzt los? Wohin genau, meinst du? Egal wo, such's dir aus, weil es wird sofort dir klar werden, was ich meine. Ja. Du siehst nicht die Lava überall? Ja doch, die schon, ja. Die hat mal eben die Mine geflutet. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie ist die Mine gerade geflutet worden mit fucking Lava. Das ist echt hübsch, ja. Wo sollen wir denn jetzt überhaupt hin? Kacke. Ja, wir müssen hochfliehen. Ja, auch da dahin ist ein grüner Spiegel, wie du ihn siehst. Da müssen wir hin. Warte mal, wo ist der? Den Tisch können wir zerstören. Das heißt, das müssen wir jetzt machen. So schnell wie möglich da hoch. Ich glaube, fliehen funktioniert in diesem Kampf nicht, denn das ist bei mir ausgegraut. Aber ich weiß es nicht. Ah, okay. Aber ich sehe den Spiegel nicht. Warte mal. Einfach nördlich von uns. Von unserer jetzigen Position, John. Also ich gehe jetzt einfach mal die Treppen hoch, ne? Geh die verdammten Treppen ganz schnell hoch, ja. Nur geh nicht links, sondern geh einfach weiter den Gang da entlang. Okay. Und den Tisch musst du zerstören. Den da? Den Tisch, damit wir da durchkommen zu dem grünen Spiegel, weil das ist für mich die einzige Möglichkeit. Okay. Da, wo der Hammer drauf liegt. Ach, den meinst du? Ja, rechts, okay. Den Tisch. In der Tür. Ja. Den auf dem, den mit dem Hammer drauf. Was soll denn mit dem Spiegel auch, ja. Jetzt sehe ich den Spiegel auch. Warte mal, kann ich noch schießen? Ja, kann ich. Ja, dann schieß auf den Tisch. Nee, kann ich nicht. Schade. Hat nicht ganz gereicht. Dann okay. Nächste Runde. Hoffentlich kommen wir derweil weg. Ich komme nämlich nicht so weit wie du. Ich habe gerade gewundert, warum ich so viel laufen konnte. Können wir sie verlangsamen? Ah, ich hätte sie vielleicht verlangsamen können mit Öl. Wie viele Punkte brauche ich da? Ah, ich brauche viel zu viele Punkte mit der Eismauer. Sonst würde ich sagen, ich versuche eine Eismauer in den Gang hier zu ballern und dann kommen die vielleicht nicht durch. Stimmt, ich hätte auch noch eine Spinne oder so hinlegen können, wenn sie beschäftigt sind. Nee, das kostet so viele Punkte, dann kommen wir nicht so weit. Ja, zieh mal Dora so weit zurück, wie es geht. Ja. Wir sind glücklicherweise zuvor dran. Die kommen da auch nicht so weit. Ja, Hauptsache sie kommt so weit wie wir. Also wie ja, meine anderen beiden Charaktere. Das reicht ja schon. Du bist nur irgendwie viel schneller als wir. Hoffentlich kommen die nicht so weit. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Ach, das ist ja... Ja, okay. Ja, den, ne, Abend... Also nicht vor dem Abend hier den Tag loben wollen, ne? Eventuell kriege ich da aber eine Eismauer hin. Ja, sehr gut. Noch einmal, dann kommen wir da durch. Vielleicht noch die Stühle, aber ich werde gleich eine Feuerwoge draufballern. Mit dem Feuer kann ich das machen, denke ich. Einfach einen Feuerball rein. Dann gehe ich nicht so nah hin. Nein, nicht so nah dahin! Oh, so ist okay, bleib stehen. Spar die Punkte. Oder schwimme Spinne oder so ein Scheiß. Mach's mich fertig, ey. Ich habe gesagt, ich will da einen Feuerball reinwerfen. Ja, geh ich mal näher. Das ist doch nur ein kleiner Feuerball, was du da kannst. John? Ich wäre vorsichtig, ich kann nämlich gerade in dieser Runde nur den machen und der wird dich treffen. Mit ein bisschen Pech. Nein, du warst lucky. Alles perfekt aus. So alles Absicht. Mhm. Ich merke schon, John. Ich merke schon. Ich kann. Oh, ich habe nicht genügend Aktionspunkte für die Eismauer. Crap. Aber ich habe Aktionspunkte für was anderes.
Und dann kann ich mir immer noch ein paar Pünktchen sparen. Ja. Und so ist zumindest das Feuer schnell gelöscht. Ja, obwohl, ich spare mir nicht so viele Pünktchen, ich muss näher ran. Okay, jetzt Madora. Ja, lass ihn mal laufen ein Stück. Aber auch nur so weit wie dich, noch nicht weiter. Warum? Ja, oder als Notfallmöglichkeit, um noch jemanden umzuwerfen vielleicht? Die sind doch ewig weit weg. Das schaffen wir doch. Wenn du das sagst, mach einfach. Ich meine, wenn die gleich Gas geben, wegen irgendeinem scheiß Zauber oder sowas, dann bist du schuld. Ich riskier's. Schön, dass du es riskierst. Es ist ja nur mein Arsch, der frittiert wird. Okay, ne, die bleiben so langsam. Weil ja, wir hinten stehen, wie immer. So. Also nein, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich stehen die Magier immer vorne, weil du zu schwächlich bist, um einen Schlag auszuhalten. Mach's noch nicht. Ich hab's angefasst. Astartes Spiegel. Schnell werdet ihr gehen, rasch werdet ihr fliegen, wenn des Spiegels Flügel über euch schwingen. So werdet ihr zum nächsten Raum vordringen. Schnell werdet ihr gehen und rasch werdet ihr fliegen. Ich kann das Räder nicht benutzen. Auf alle Fälle ist mein Charakter jetzt auch da. Mhm. Und du bist schon weg, aber du stehst noch da. Ich kann noch was auswählen. Ah ja, okay. Ja, dann wähl mal aus. Ihr meint, ihr könnt mich jetzt hier rausbringen, genau mit der Poetik. Ich bin bereit, lass uns jetzt gehen. Achso, wo ihr landet, liegt an euch. Zwischen Grab und Buch habt ihr die Wahl. Geist, Papier, entscheidet mal, wo ihr landet, liegt an euch. Ist das neue auch? Nein. Okay. Ich sehe gar nichts. Dann machen eine überalte Entscheidung ist niemals weise. Das Überlegen wird sich bewähren. Gruft oder Bibliothek werden euch lehren. Eine überalte Entscheidung ist niemals weise. Okay, ich kann jetzt wählen zwischen Bibliothek oder Gruft. Warte. Ja. Bibliothek weiß ich, glaube ich, wo es ist. In der Hoffnung, dass die Ritter nicht da durchkommen. Oh, warte mal, ich muss erstmal auf die Karte gucken. Beziehungsweise schauen, ob das jetzt auch schon unter Magma steht, weil Magma ist zumindest daneben. Ich glaube, ja, das hier wäre... Nur speichern. Nein, das ist die Gruft, nicht die Bibliothek. Also die Gruft können wir oben sehen, John. Ja. Aber da kommen wir nicht mehr raus. Da vor der Wand standen wir ja. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Bibliothek sein soll. Aber da unten könnte die Bibliothek sein. Ja, aber das heißt nicht unbedingt, dass es auch gut ist. Ich speichere mal, wo wir jetzt schon so weit sind. Und jetzt wähle einfach aus. Ich nehme mal der Bibliothek. Ja, wegen mir. Die Bibliothek. Na, dann auf den Weg. Zahllose Bücher für jedes Begehren. Was werdet ihr lernen? Was werden sie lernen? Die Bibliothek? Na dann auf den Weg. Lustiger Spiegel. Gott, diese hässliche Poesie. Oh, jetzt sind wir dort, okay. Ach, wir sind gleich alle dort, okay. From the looks of it, we're still in the underground temple. Then we're not out of the woods yet. I wish it was the woods. Ich wünschte, es wäre ein Berg, ja. Na, die Bibliothek war keine gute Wahl. Ja, jetzt haben wir's. Weil hier ist nichts. Ich hatte gehofft, wir kommen unten rechts zu dem Spiegel. Sieht aber auch nicht mehr aus wie die Gruft. Weil zu dem Spiegel müssen wir sind hier falsch. Ja, wir können uns da trotzdem mal umgucken. Ja, aber... Gab's doch bestimmt nicht umsonst hier der Weg. Was ist die Auswahl? Überall Feuer und Cheat und... Wunderschön. Noch mehr Feuer, geil. Wisst ihr was? Kein Bock mehr auf euer Feuer. Ich bin buggt. Warum konnte ich nichts machen? Hier liegt ein Buch. Oh, hier geht's doch weiter, sehr gut. Da liegt ein Buch, John. Das Fertigkeitenbuch der Rauchwand habe ich hier drin gerade gefunden. Okay. Warum die Götter Rivellon verlassen haben? Goldbecher. Goldbecher. Ich nehme mal ein bisschen was mit, wenn wir gerade schon hier sind. Das ich glaube nur die Ritter kommen hinterher, also sollten wir ein bisschen schnell machen. Meinst du echt, dass die durch den Spiegel können? Ich würde nicht dran zweifeln wollen. Dann lass uns mal weitergehen. Nimm das Fertigkeitenbuch erstmal mit, wir gucken da später. Ja. Wir sind gerade ein bisschen bedrängend, schon. Guckst nach Fertigkeitenbüchern. Der Tempel von Astarte. Oh ja, die nehmen wir mal mit, weil das könnte interessanten Aufschluss hier rüber geben. Ich hoffe, wir sind den richtigen Weg gegangen, Leute, aber es sieht momentan noch so aus. Denke, dass beide Wege irgendwie nicht unbedingt, aber führen könnten. Hier ist der nächste Spiegel. Ja.
Reisender, mein Herz ist flattert. In die Gruft kann ich euch gerne bringen. In des Hohepriesters Büro kann ich euch auch gerne bringen. Reisender, mein Herz ist flattert. Auch noch so richtig schlechte Poesie. Wow. Ja. Wollen wir jetzt noch zur Gruft oder wollen wir zum Büro des Hohepriesters? Ich würde sagen, wenn wir jetzt zur Gruft gehen, dann kommen wir am Schluss vielleicht zum Hohepriester. Dann haben wir alles abgegrast. Wegen mir. Zur Gruft bitte. Weg, weg, wir fliegen weg. Zur Gruft, wo Geister schlafend lagen. Zur Gruft, wo Leichen laut wehklagen. Weg, weg, wir fliegen weg. Ja, ich wusste doch, dass das hier war. Ist auch aus. Anscheinend nicht. Okay. Nö. Na, ich komm zur Gruft. So. Hier sind Tafeln. Hier ruht das Tat des Diener Kardinal Montreg. Er ist zur Quelle zurückgekehrt. Oh, ich habe was gefunden. Ja, oh Gott. Gesegnet sei... Warte, warte! Nicht bevor wir nicht gespeichert haben, du Held! Oh. Manchmal möchte ich dich so sehr schlagen, John. Okay, das erste Mal war nix. Oh. Ich habe halt schon geklickt, sorry. Ja, dann machen wir das jetzt nochmal bis zur Gruft und haben jetzt wahrscheinlich das Fertigkeitsbuch verloren, dank John. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall müssen wir hier einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Divinity Original Sin. Und ja, bis dann. Tschüss. Vielleicht habe ich John bis dahin erwürgt.